Peter Zuschauer zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute Redaktion. Der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht geht auch 1990 wieder als Spitzenkandidat der CDU in den Landtagswahlkampf. Der Landesvorstand der Partei bestätigte auch Wilfried Hasselmann als Landesvorsitzenden. Hasselmann war wegen seiner Verstrickung in die Spielbankaffäre am Dienstag als Innenminister zurückgetreten. Die niedersächsische FDP begrüßte die Entscheidung und erneuerte ihre Koalitionsaussage. Der saarländische Ministerpräsident und stellvertretende SPD-Vorsitzende Lafontaine hat seine Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich erneuert. Auf dem Bundeskongress der Selbstständigen in der SPD verteidigte er auch seine Ansicht, dass für eine bessere Ausnutzung der Maschinen die Ausweitung der Wochenendarbeit nötig sei. Nur so könne nach Lafontaines Ansicht neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Dagegen bestehen die CDU-Sozialausschüsse auf dem gesetzlichen Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit. In einem Beschluss des Bundesausschusses heißt es, von dieser Regelung dürfe nur abgewichen werden, wenn die Arbeit an solchen Tagen unumgänglich sei. Der CDA-Vorsitzende Fink sagte auch, dass künftig Partnerschaften zwischen Betrieben in der Bundesrepublik und in der DDR geschlossen werden sollten. Als Ergänzung zu den Städtepartnerschaften könne so laut Fink der deutsch-deutsche Dialog intensiviert werden. In Essen beginnt heute der Gewerkschaftstag der DGB-Organisation Handel, Banken und Versicherungen. Sie vertritt fast 400.000 Arbeitnehmer. Zur Eröffnung werden auch Bundesministerin Süssmuth und SPD-Chef Vogel sprechen. Der algerische Staatspräsident Chatli hat überraschend zwei Spitzenfunktionäre entlassen. Der zweite Chef der Staatspartei musste gehen, weil er Gegner der jüngsten Reformpläne ist, über die das Volk kommende Woche abstimmt. Auch der Leiter des militärischen Sicherheitsdienstes tritt ab, nachdem bei den Unruhen Anfang Oktober mindestens 159 Menschen ums Leben kamen. In Mexiko haben Rauschgiftfahnder fast 5 Tonnen Kokain sichergestellt. Die Polizei nannte den Fund einen der schwersten Schläge gegen den illegalen Drogenhandel. Das Rauschgift, das einen Schwarzmarktwert von 500 Millionen Dollar hat, war in den Höhlen von La Mula versteckt, die früher Indianern und Revolutionären als Versteck dienten. Jubel in Alaska. 3 Wochen lang hatten zahlreiche Eskimos und zuletzt sowjetische Eisbrecher 2 Grauwale einen Weg aus dem arktischen Eis gebahnt. Am Mittag waren die Tiere endlich frei. Sie sind jetzt auf dem Weg nach Mexiko. Und hier die Gewinnzahlen vom Wochenende, die Glückszahlen im Lotto. 12, 20, 27, 34, 36, 47, die Zusatzzahl 24. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 3, 1, 5, 2, 9, 3, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und hier noch die Wetteraussichten. Heiter bis wolkig und nur im Nordosten noch Schauer. Höchsttemperaturen 5 bis 10 Grad. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen der Heute-Redaktion. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.